Es war einmal ein Mädchen. Das Mädchen, das hieß Anne. Die blies so gern Trompete auf der Kaffeekanne. Bis das die ganze Nachbarschaft aufhören schrie, da flog sie, oh pardon, auf dem Besenstiel davon, geradeaus übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus. Da flog sie, oh pardon, auf dem Besenstiel davon, geradeaus übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus. Da kam sie an den Nordpol. Und was war denn da? Riefen alle Eskimos, wie wunderbar. Und einer sprach, gemach, gemach, die Anne kocht uns Lebertran an jedem Tag. Da flog sie, oh pardon, auf dem Besenstiel davon, geradeaus übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus. Da flog sie, oh pardon, auf dem Besenstiel davon, geradeaus übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus. Dann kam sie in die Wüste. Und was war denn da? Großer Löwe, der hungrig war. Und da sprach er, ich mag dich sehr, ich habe dich zum Fressen gern, komm doch mal ein Stückchen näher. Da flog sie, oh pardon, auf dem Besenstiel davon, geradeaus übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus. Da flog sie, oh pardon, auf dem Besenstiel davon, geradeaus übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus. Da kam sie in den Schwarzwald. Und was war denn da? Ein Oberförster mit strohblondem Haar. Du bist genau die richtige Frau. Du bringst mir die Pantoffeln für die Tagesschau. Sie kam nach Wanne-Eickels. Und was war denn da? Hansi Heinemann, der einsam war. Er sprach zu ihr, ich flieg mit dir, nimm diese Kaffeekanne als Geschenk von mir. Flogen sie, oh pardon, auf dem Besenstiel davon, geradeaus übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus. Flogen sie, oh pardon, auf dem Besenstiel davon, geradeaus übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus.